Ahoi zusammen und willkommen zu Folge 2 von Snail Bob. In der letzten Folge haben wir unser Haus verloren, aber wir haben ein neues Haus am See gefunden, also ein viel schöneres Haus, das freut mich doch. Und das nächste Kapitel heißt Grandpa's B-Day, also Birthday, Grandpa's, also Großvaters Geburtstag. Mensch, ich bin gut im Übersetzen. Und Dear Cousin steht oben. Oh nee, der vierte, da hat der Opa ihr Geburtstag und was sollen wir ihm denn schenken? Super Idee, wir gehen zum Skate Shop nebenan und kaufen unserem Großvater ein Skateboard. Habe ich meinem Opa letztes Jahr zu Weihnachten auch geschenkt. Er fährt jetzt immer durch die Gegend, fährt auch immer nach Köln in den Rheinpark und legt da die coolsten Moves hin. Natürlich nicht. So, da ist unser Geschenk und los geht's. Wir machen uns auf die Socken. Flimmert irgendwie ein bisschen. Oh nein, wir haben unser Geschenk verloren. Und wenn wir das natürlich jetzt nicht wiederholen, dann wird unser Opa ganz traurig sein. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, beziehungsweise müssen wir uns nicht beeilen, das geht nicht auf Zeit. Wir sammeln erstmal bekannt die drei Sternchen ein und schalten das mal hier aus. Lassen das Ding hier lospusten. Oh, hoppla. Mal normal bitte. Das fängt ja gut an hier. Mindestens einmal. Boah, da muss man ein bisschen flott sein. Mindestens einmal pro Folge werde ich ein Level verkacken. Das kann ich euch sicher sagen. In der letzten Folge hatten wir auch schon einmal dummerweise vergessen, den Luftballon platzen zu lassen. Deswegen ist der Bob ein bisschen falsch geflogen. So, da ist noch ein Stern. Das ist doch sehr schön. Und dann haben wir hier. Nee, muss der Bob da runter. Und der dritte Stern ist da, den sehe ich ihn gerade. So, das fällt da runter. Und dann kann der Bob auch das geben. Und wir haben das Level 2 auch schon geschafft. Jetzt geht's auch noch los mit Außerirdischen. Da kommt noch ein Blatt mit hoch. Und hier ist noch eins. Da ist ein Wurm. So, jetzt müssen wir natürlich das hier ein bisschen umstellen, dass der Richtige, der Außerirdische auch dann nach Hause telefonieren kann. Ah, guck mal, hab ich ein bisschen gepennt. So, jetzt drücken. So, damit der Außerirdische schön weg ist und nicht wir, wollen wir ja nicht. Und wir haben unsere drei Sterne, das ist ja fabelhaft. Next. Halten wir eben an und hier unten bei den Ameisen, da muss man ein bisschen aufpassen. So, irgendwo im Baum ist das sicher auch noch was, oder? Bin mir gerade noch ein bisschen unsicher. Wo der dritte Stern ist, werden wir aber rausfinden. Da ist er. Jetzt aber schnell. Uiuiui. So, und jetzt. Da ist der. Der dritte. Das ist eben mal der zweite. Ja, so, jetzt. Hier ist einer, da ist einer und da ist der dritte. Man merkt, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Trotzdem finde ich nicht immer auf Anhieb alle. So, und dann stellen wir es mal hier oben um. Wupp, dann ist das Ding aus. Und dann ziehen wir schon mal zurück hier und bam. Oh Schreck. Mensch, ich habe mich jetzt aber auch erschrocken. Machen wir weiter mit Level 6. I believe I can fly. Nicht mit mir. So, da ist ein Sternchen, da ist ein Sternchen. Und andere finden wir sicher noch. Da ist eins.
Und da freut sich Bob, wir haben das sechste Level geschafft. Eins. Und ja, falls ihr noch nie grillende Mücken gesehen habt, jetzt habt ihr die Chance, grillende Mücken zu sehen. Ja. Boing. Das muss man im richtigen Moment umstellen. Und Level 7 ist auch problemlos geschafft. Ich hoffe, ich werde jetzt kein Level mehr verkacken. Oh, boah, das war knapp. Fast wäre es soweit gewesen. Und wir können jetzt das Tierchen hier boxen, was ich sehr nett finde. Und unser Geschenk ist auch noch am Start. So, einmal bitte anhalten, Bob. Da. Hätte ich fast nicht gesehen. So, da kommen die coolen. Die auch voll schlau sind. Aber ich freue mich, dass sie so blöde sind. Und dann fallen wir nicht ins Loch rein und die hängen da jetzt bis zum Ende fest und werden da elend verrecken. Wie nett. So, jetzt müssen wir hier aufpassen mit dem Viechbums da. Da haben wir leider eins kaputt gemacht. Kann man nicht mehr runter machen. Egal, so, da ist noch eins. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. So. Boah, das war knapp. Okay, hier sehe ich einen Stern. Da sehe ich noch einen. Und da ist noch einer. So. Wir können jetzt eine Endlosschleife produzieren, sozusagen. Das ist natürlich nicht Sinn des Spiels. Sondern es ist Sinn des Spiels, jetzt den Bob zu boxen. Puff. Moment. Damit wäre Level 11 auch schon problemlos geschafft und hier kommt so ein toller Käfer angedackelt. Und dann laufen wir hier auch mal weiter und dann darf der auch mal weiter. Soll aber bitte anhalten. Oh, Bob bitte auch. So, und weiter geht's. Hier ist das Spiel auch noch relativ einfach. Und ich glaube, es ist nicht ganz fürs iPhone 6 optimiert. Man sieht nämlich am linken Rad noch so komische Streifen hier. Neben dem Bob. Oh je. Jetzt geht es los. Hier verpeile ich immer ein Stern. Hier ist eins. Eins Stern. Off. Off. Und das noch eins. Gut. Hab alle. Und da sind die Raupen natürlich ganz traurig, weil Raupen ja auch bekanntermaßen so gerne Schnecken essen. So, und jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Ist für manche vielleicht nicht ganz so einfach, das Nachdenken, aber ich kann das. So, Bob noch ein Stückchen weiter und hoch bitte. Und da kommt der dritte Stern. Kannst du mal Gas geben. Wenn wir das nämlich nicht machen, schießt uns der Hamster ab. Ah ja.
So, und jetzt können wir hier... so. Mann! Da! Jetzt können wir hier umstellen, dass die Ameisen bitte jetzt nicht mehr Urlaub machen sollen, sondern... arbeiten. Dann will ich doch. Und wir stellen schon mal wieder um. Eins. Oh, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh. Nein, ich habe ein zweites Level verkackt. So, jetzt aber. Also auch ein bisschen fummeliger. Die Level werden immer friemeliger. Immer schwieriger. Oh. Nein. Bisschen zu früh. Und hier müssen wir sägen. So, gib mal Gas, Pop. Da haben wir Level 17 nämlich auch schon fertig, nur noch drei Stück. Dann haben wir das zweite Kapitel durch. Und jetzt müssen wir doch hier unten mal gucken, da ist es nicht. Da ist das Sternchen, sehr schön. Und jetzt müssen wir hier das Level verkacken. Scheiße. Der darf jetzt mal rüber. Hier ist noch eins, hier ist noch eins, so und... ne, da. So, jetzt aber. Rüber. Ne. Der holt sich das. Und dann geht's wieder rüber. Captain Würmchen da oben. Auch schön am Tanzen. Und die Spinne hat natürlich dann hier die Attrappe gefressen oder gefangen und nicht uns. Und der sieht gut aus. Das ist aber, glaube ich, nicht unser Opa. Jetzt will ich mir überlegen, wie war denn das jetzt nochmal? Vor allem, wo ist der dritte Stern? Aber den finden wir sicher noch. Upsala. Okay, dann holen wir uns nochmal hier die Sterne gerade. Okay, gut. So, ah ja, jetzt ist richtig. Obwohl ich schon sehr häufig gespielt habe, habe ich nicht alle Level auswendig im Kopf. Oh nein, und da kommt unser Geschenk. Halt, stopp. So, halt mal eben an. Und hier, hier, so. Hier ist noch einer. Also, so, da ist noch ein Stern. Ich war gerade am Suchen. Und jetzt haben wir das Geschenk wieder und können es unserem Opa schenken. Und er freut sich natürlich. Wie Bolle, dass er das Geschenk bekommen hat. Wie er sich freut, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann vermutlich morgen wieder. Ja, bis morgen. Tschüss.